Willkommen zu einer weiteren Folge Pioneers of Olufetown und ich bin heute Morgen aufgewacht und wer stand da? Der Viktor und ich kann mir schon vorstellen, was er will. Es geht wahrscheinlich um die Dorferweiterung. Guten Morgen, Casual. Das Dorfprojekt hat endlich seinen Höhepunkt erreicht. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Na, ich auch. Dieses Mal möchte ich das markante Wahrzeichen unserer Stadt verschönern. Genau, unser geschätztes Olivinger Rathaus. Haben wir nicht irgendwie jedes Mal das Rathaus erweitert? Nee, einmal haben wir die Straßenbeleuchtung und so erweitert, die Straßen. Aber das Rathaus hat doch zweimal schon, oder nur einmal? Na, ich weiß nicht. Jetzt guck nicht so, junger Mann. Ein schönes Rathaus ist essentiell für unser Projekt. Ich möchte, dass jeder Bürger und jede Bürgerin von Olivingen stolz auf unser Rathaus sein kann. Ich habe die Informationen schon ans Anschlagbrett geheftet. Also sieh bei Gelegenheit mal nach. Ich zähle auf dich, Casual. Ja, das kannst du auch. Aber erstmal habe ich ganz andere Sachen zu tun, Junge. Ich muss nämlich meinen Weg fertig bauen. Oh. Ja, denkst du schon raus, Schnurzeller? Denn ich bin gestern umgeklappt. Weil ich noch bis um 2 Uhr morgens draußen war. Ja, okay. Voller Tatendrang natürlich. Habe ich Platz in meinen Taschen? Mal kurz gucken. Natürlich habe ich den nicht. Ja, dann machen wir mal Folgendes. Ich habe noch Eier dabei. Und die packe ich hier rein. Genau. Was habe ich sonst noch dabei? Wege. Die Dinger hier. Holz. Na, das Holz habe ich ja noch nicht runtergeholt hier. Das steht noch alles oben. Ja, die Milch würde jetzt hier reinkommen. Na gut, komm, wir holen erstmal die Eier. Eins nach dem anderen, ne? Immer Schrittchen für Schrittchen. So. Erstmal zu meinen Hühnern, dass die auch mal rauskommen jetzt. Das schöne Wetter genießen. Das schöne kalte Wetter genießen. Genau. Calimero auch. Und Viti auch. Und dann lassen wir die mal raus. So. Austreten. Okay. Und dann werde ich die Eier mal jetzt erstmal hier reinpacken, weil ich habe nicht so viel Platz. Das ist das Problem. So, die Eier einmal hier rein. Dann gehen wir jetzt mal zu den ganzen anderen Tieren. Da kommen wir dann wahrscheinlich diverse Wolle dazu. Und komme ich hier längs, ja. Muss ja mal wieder Platz machen bei Gelegenheit. So, wer hat denn hier Pflegebedarf? Alle. Berühmter Tierzüchter, jawohl. Ja, bin ich. Wer kennt den nicht? Den Captain. Oh. So, dann haben wir auch bald alle durch. Ich glaube, hier dürfen noch zwei. Ja, genau. Oh, das sieht aus mit den Ohren, ne? Voll süß. So, Wölkchen noch. Und dann können die alle raus. Austreten. Heute ist ein schöner Wintertag. Da kann man ruhig mal raus. Gut. Jo, dann packe ich die Milch erstmal da, wo sie gehört. Kommt hier rein. Und was hatte ich? Nee, Felle hatte ich jetzt noch. Da will ich mal was gucken. Kannst du da was mit anfangen? Oder? Oh, nur ein. Das ist aber nicht viel. Den Rest packe ich erstmal hier rein. Na, wobei, ich könnte ja eigentlich das noch mitnehmen. Und dann hier drüben einmal füttern. Da braucht man aber viel von. 3 Stück. Naja, gut. So. Gut. Ja, ich habe hier den Weg ein bisschen weiter gebaut. Er ist jetzt quasi so weit hier. Hier werde ich nichts hinstellen können, aber hier kann ich natürlich ein paar Geräte hinstellen. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. Ah, mal schauen, mal schauen. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Holzmaschinen an. So, alles gegossen? Ja. Ja, 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 ja. So, und hier muss ich auch nochmal bei Gelegenheit weitermachen mit den Steinen. Die auch noch in der Mache sind, ne? Ja, genau, hier.
Zack, die Ziegel. Die Steine. Steine ist auch gut, ne? Habe ich keine mehr. Gut. Dann verarbeiten wir die gleich mal. Mit der richtigen Tastatur. Ja, ich spiele immer noch mit Maus und Tastatur. Weil ich meinen Controller immer noch, noch nicht abgeholt habe bei meiner Tochter. Wieder vergessen. So. So. Genau, schauen wir mal, wie weit wir mit 20 kommen. 20 ist nicht viel, aber naja. Schrittchen für Schrittchen. Hm? So, dann machen wir hier oben nochmal dicht. So, ich wollte gerade sagen, hey, da bist du ja, aber ich kann ja mit dir leider noch nichts machen. Obwohl, warte mal. Ich habe doch jetzt ein Level abbekommen. Vielleicht geht das jetzt. Ja. Du kommst dahin. Zähmen. So, und ich habe mich jetzt für Susi entschieden. Susi ist ganz süß. Wurde auch genannt. Ja. Wie gesagt, nochmal danke an alle, die fleißig Namen beigetragen haben. Ja, ein Tier kann jetzt nur noch rein. Das wird ja auch langsam knapp, ne? Die Susi. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Weibchen ist. Jetzt ist es ein Weibchen. Okay, dann lass mal die ganzen Holzfertiger holen. Ich glaube ja. Ach nee, ich habe noch 7 von den Dingern. Die bringen wir erstmal runter und dann... So, dann machen wir hier unten erstmal weiter, weil hier wird sowieso irgendwann Schluss sein. Werde ich gar nicht ganz durchkommen. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Aber es ist, wie es ist. Ich lebe damit. Ich lebe einfach mit der... meiner Beschränktheit und der des Spiels. So, Achso, die Dinger sind noch gar nicht fertig. Sind die denn fertig? Ah ja. Ja, dann... gar nicht alle? Mein Inventar ist voll. Okay, da müssen wir erstmal ein bisschen... bisschen was wegschaffen hier. Na gut, das muss ich auch gleich wegpacken. Aber erstmal den ganzen Kram da aufheben, der da liegt. Halt, das wollte ich nicht. So. Einrichtung Art bauen, ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich dafür davon so viele überhaupt aufstelle. Da habe ich wirklich extrem viele von, ne? Das ist schon. Das ist schon ein bisschen doll. Ja, den kann ich schon nicht mal aufnehmen. Ja, wie viel mache ich? 4, also 4 maximal. Also ein für jedes Erz, das ich habe. Eisen, Silber, Gold und die Skorei, Dingsbums, Talala, ihr wisst schon, was ich meine. Das, was ich immer vergesse, wie es ausgesprochen wird. So, warte mal. Das haben wir gleich, dann machen wir ein bisschen Platz. Nee, mache ich nicht, weil dann kann ich es nicht tragen. Lalalala, ich packe mal ein paar Fertige weg oder irgendwas anderes. Oder Werkzeug, ich kann noch mal Werkzeuge wegpacken. Das geht doch auch. Brauche ich im Moment nicht. Ja, da rein. Da rein. Da rein. Das brauche ich ein bisschen. Pack das mal hier rum. So. Das ist echt ungewohnt mit Maustastatur. Wahrscheinlich habe ich mich demnächst dran gewöhnt. Und dann steige ich wieder um auf Controller. 100 Pro. Dann weiß ich nicht mehr, wie ich damit zurechtkommen soll. So, müsste da nicht jetzt ein Fertiger hinpacken? Guck mal, die will ich auch noch. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, dann würde jetzt hier eine Kiste kommen. Und das ist im Optimalfall ja die Kiste, die ich eh schon hier habe. Die nehme ich mal mit. Da bleibt natürlich ganz viel dann erstmal liegen. Muss ich dann nachholen. So, erstmal hier die Fertiger rein, die ich nicht brauche. Bei den beiden muss ich nochmal gucken. Da weiß ich noch nicht so richtig, wohin damit. Okay. Nimm die Kiste einfach mit. Einfach. Ja. Der ganze Kladderadatsch liegt dann hier erstmal rum.
guck mal. Konnte ich alles mitnehmen. Krass. Das ist schön. So, wo ist die Kiste? Da ist sie. So, dann kommt hier die Kiste hin. Bam. So. Und da ist alles hin, was damit irgendwie zu tun hat. Steine, eigentlich gehören Steine da ja gar nicht rein, ne? Weil du kannst mit Steinen ja nichts machen. Das Olivenkristall gehört wahrscheinlich auch nicht hier rein, ne? Das gehört wahrscheinlich, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, habe ich den schon hingestellt, das Juwelending ja hier. Ja, die beiden hier teilen sich eine Kiste. Die erstmal hier diese Farbendings. Und das ist genau. Aber der ist ja... Doch, der ist fertig, ne? Der ist ja nicht, der fängt das an. Ausgabezeit 23 Stunden. Krass. Da muss ich mal schauen. Ob man mit den Kristallen da was machen kann oder ob die so bleiben, wie sie sind. Okay, ja, und dann noch das. Ich packe die Steine erstmal rein. So. Aber sie gehören da eigentlich nicht. Eigentlich nicht hin. Na gut. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Okay, weiter geht's. So, ja, den kann ich mal aufheben hier. So langsam lichtet sich das hier. Doch, doch. Das wird, das wird. Nein. Ach, komm, egal. Ich baue die jetzt weg. Ich will die weghaben. Eigentlich könnt ihr von denen mehr bauen, ne? Mehr hinstellen. Ich meine, davon, wie viele verschiedene Holzarten gibt's? Ganze Menge. Ich hätte auch mehr. Aber mal gucken, ob ich das platzmäßig überhaupt hinkriege. Das ist schon wieder Wahnsinn, ne? Die Zeit ist schon wieder so fortgeschritten. Total krass. Ja, morgen schauen wir am besten gleich mal, was Dings haben will. Ja, was? Hier könnte man sie hinstellen, ja. Warte mal, mir fällt... Könnte das auch ein bisschen anders machen? Ja, lass mich raten, jetzt kann ich das Ding also aufheben, ne? Doch. Ja, das will ich gar nicht haben. Für die Wege. Wo sind die Wege? Ach, die Wege habe ich ja weggepackt. Okay. Die sind schon hier. Wenn ich sie auch mitnehme, dann habe ich sie auch. Oh ja, diese T-Taste macht mich doch verrückt. Okay, ich könnte doch jetzt auch einfach hier runter Weg bauen. Dann hier lang die ganzen Dings hinbauen. Wieso nicht? Kann man doch machen. So, bis hier, na gut, den kann ich ja wegmachen, das ist nicht das Problem. Gut, das muss ich nochmal wegkloppen. Jetzt brauche ich wieder... Was ist mal der Werkzeug? Na, eigentlich beide Sachen. Mal das hier. Ach, da hin. Und den Eimer. So. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also, das war weg hier. Und, ja, das muss ich alle noch wegmachen. Sehr schön, dann kloppen wir das einmal zu. Schön. Das ist schön. So, das auch weg. Okay. Ja, irgendwie so. Und dann, da geht's. Hin zuerst, ja genau. Bam.
Dann könnte ich jetzt wirklich da 4 Stück hinknallen. Und dann die Kiste dazu. Müsste, ja, da muss ich ein bisschen weiter runterbauen. Das ist schon wieder 9 Uhr, ne? Wahnsinn. Den ganzen Tag nur irgendwelche Wege gebaut. Fertiger umgestellt. Die Kiste umgestellt. So, war mal fertiger. Dann nehmen wir noch 2 Stück mit. Ich glaube, es gibt 5 verschiedene Holzarten, ne? 1, 2, 3, 4. Es ist total krank eigentlich. Es ist wirklich so krank. 5 Dinger aufstellen? Ich meine, nee, ich muss ja nicht die ganze Zeit immer, Das nehmen wir mit. Abbauen. Kann ich noch was mitnehmen? Ja. Ich meine, ich muss ja nicht immer die ganze Zeit, 5 Dinger oder 5 verschiedene Holzarten jetzt, umwandeln lassen. Ich brauche ja nicht permanent alles. Kann man ja so ein bisschen variieren, ne? Aber ich glaube, wenn man davon 4 Stück hat, das ist schon ganz gut. So wie bei den Barrendingern hier. Ich höre eine Eule, wa? Okay. Ja, ich weiß, das geht ja nicht. So, und jetzt, warte mal. Xames Robustes. Ja, das will ich noch nicht machen. Warte mal. Okay, da muss der Weg noch ein bisschen weiter gebaut werden. Und dann kann die Kiste daran. Zack, so, da kann jetzt alles rein, was irgendwie mit Holz zu tun hat. Und auch, das Harz kommt da rein, weil das kommt von den Bäumen. Ja. Meine Herren, das sieht aber aus hier, ne? Aber ich weiß, wo was ist. Glaube ich. Doch. Doch, das passt schon. Da werde ich mal das ganze Gelumpel, was ich da jetzt habe, hin. Schon wieder echt spät. Ich muss gleich ins Bett. Was ich da hingekippt habe, muss ich gleich nochmal aufnehmen und dann die Kiste packen. Dann eigentlich ab ins Bettchen. Meine Taschen sind voll. Oh Mann. Die Kastanien, da weiß ich auch noch nicht, was ich mitmache. Muss ich mal kicken. Ich schau mal. Erstmal hier rein. Das hatte ich da auch drinne und die Kastanien hatte ich drinne. Ob es rein muss, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, noch schnell die restlichen Sachen holen, die rumliegen und dann gehe ich ins Bett und dann schauen wir morgen mal beim Museum vorbei. Das trifft sich eh ganz gut, weil dann kann ich die ganzen Beutel auch mal öffnen lassen. Damit ich die los bin. So. Ja, dann könnt ihr eigentlich auch gleich mal beschäftigen, die ganzen Fertiger. Also die Holzfertiger auf jeden Fall. Ich brauche für mal ein neues Haus. Robustes und ich glaube das Biegsame, ne? Robustes Bauholz. Oder, ja. Und Biegsames, genau. Biegsames und Robust. Genau. Hm, ja, jetzt drücke ich auch noch die richtige Taste, dann geht das auch los. Hä? Doch. Hier, warte mal, hebe ich den... Hineingeben, ja, möchte ich gerne. Ach so, ja. Ja. Es ist so ungewohnt. Ich will wieder meinen Controller zurück. Ich müsste ihn mir nur holen. So, die sind erstmal beschäftigt. Kommt das hier schön rein wieder. Herrlich. Steinsalz. Das habe ich auch noch dabei. Genau, er hier. Er ist noch dabei. Ein mit dem Saphir.
Rote Farbe. Ja gut, jetzt haue ich die Farben hier mit rein, ne? Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht mache ich das nochmal. Das muss man schauen. Aber jetzt möchte ich mal ganz schnell ins Bett. Sonst klappe ich gleich um. Ja, bis um 2 Uhr, glaube ich, geht's morgens. Ja, ich glaube ja. Trotzdem. Aber nie heier. Schlafen. Junge, heute wurde nichts verschickt. Das ist ein Ding. Ich kam doch überhaupt nicht zu. So, was ist denn heute? Hat einer Geburtstag? Ja. Ach ja, Jessie hat heute Geburtstag. Da pflücke ich mal eben Blümchen. Kümmere mich natürlich erstmal um die Tiere. Und heute können die Tiere leider nicht raus. Mann. Aber das Gute ist, da kann ich es nicht vergessen. Haben wir gerade ein Blümchen? Nee. Könnt ihr auch ein schönes Ei schenken. Da freut man sich da auch drüber. Schönes Ei. Zum Geburtstag. So. Achso, halt. Ah, ne, geht ja nicht. Das geht ja nicht. Würde sie gerne rauslassen. Aber nee. Hol ich die leider nicht. So, versuchen systematisch alle abzuarbeiten. Kein vergessen. Oh, die erste Suffolk-Rolle. Sehr schön. So, sehr schön. Habe ich noch ein bisschen Platz in den Taschen? Mal gucken. Ja, nicht wirklich. Ich werde mir erstmal... Was ist das denn hier? Achso. Oh, schöner Kohl. Könnte ich auch schenken. Da freut man sich da auch drüber. Ich will erstmal nichts reinpacken. Dann packen wir es einmal zurück hier. Erstmal hier rein. Ja. So, hier. Zack. Der Joghurt. Machen wir mal schön was ist das Ziegenjoghurt. Ah, da können wir ja mehr rein. Die Butter, da machen wir neue Butter. Okay, und ich packe ja auch die ganzen Erzeugnisse, die daraus entstehen, auch gleich mit rein. So, dann haben wir hier alles. Ja. Die Eier. Genau, das läuft alles. Gut, gehen wir mal zum Rathaus. Beziehungsweise ins Museum auch. Ach, eine Blume wollte ich noch mitnehmen. Hm. Ist hier nicht irgendwie mal so irgendwas zum Pflücken? Ah, da oben. So. Untaublume. Findest du bestimmt total super. Ich glaube, da werde ich mich in der nächsten Saison auch ein bisschen mehr drum kümmern müssen. Die Beziehung zu den Leuten, ne? Aber warte mal, ich laufe doch hinter dir. Das Angelturnier dieses Jahr wird sicher ein Spitzenfest. Das glaube ich auch, aber... Lass mich doch einmal durch da hinten. Wir aufpassen, dass ich den falschen schenke, ne? Ich hoffe, dass wir schönes Wetter für das Angelturnier kriegen. Das denke ich auch. Oder hoffe ich auch. Bisschen schenken hier eigentlich nochmal für eine Taste. Nein, nicht reingehen. Verdammt. Überreichen, okay. Was wedelt das wieder ab? So, jetzt haben wir's. Ist das etwa ein Geburtstagsgeschenk? Egal wie alt ich bin, ich freue mich immer wieder riesig. Sehr gut. Ich muss mal schauen, wie sieht's denn eigentlich aus bei mir, bei den Beziehungen der Leuten. Ja, es ist noch mau, ne? Victor wird wahrscheinlich am höchsten sein. Oh. Ja, ist nicht so doll, ne?
Kannst du gar nicht. Das Ding kannst du einfach nicht anwählen hier. Uiuiuiui. Ja, der Captain ist halt immer nur mit Landarbeit beschäftigt, ne? Keine Zeit für reden. Hallo. Emilio freut sich schon die ganze Zeit, weil bald das Angelturnier ansteht. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und ich habe gesehen, ich habe noch einen Platz frei bei den Trophäen. Das Angelturnier naht. Ich hoffe, du wirst auch teilnehmen. Ja, na klar. Oh, beim Angelturnier mache ich auf jeden Fall mit. Das Angelturnier steht vor der Tür. Vielleicht mache ich auch mit. Das wäre was. Der junge Meister wird zweifelsohne den Sieg im Angelturnier erringen. Aber das steht ja auch völlig außer Frage. So, wollen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Habe ich irgendwas mitzunehmen? Ach ja, berühmter Tierzüchter. Ja, das nehmen wir doch mit. Und was darf ich denn jetzt wieder spenden? Raffinierte Kohle. Jo, kriegst du gleich. War kein Problem. Ja, so schnell geht das. Fatzi, fatzi. Wunderbar. Ja, nächste Folge machen wir weiter. Ich muss mich mal ein bisschen um die Leute kümmern, ne? Eigentlich, meine letzten Fertiger werde ich noch umstellen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch bald eine Hauserweiterung. Steht auch an. Ich denke mal, das Holz werden wir bald zusammen haben. Und ich werde jetzt hier reingehen, werde die Dinger kurz öffnen lassen. Da müsst ihr nicht bei sein. Ist ja langweilig. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe wie immer mit einem. Ciao, ciao.